Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Motherfucking Battlefront. Eine weitere Runde Helden vs. Schurken. Und ihr seht es schon, ich bin hier mit Palpatine unterwegs. Und wir werden jetzt mal sehen. Ich habe gerade die Einführungsrunde sozusagen gespielt. Es stand schon 4-1 oder so, wo ich reingekommen bin. Deswegen fangen wir hier an. Allerdings hätte es wirklich einer aus meinem Team auf die Liste direkt geschafft. Als erster Mensch der Welt. Und zwar dieser verkackte Bastard Golden Boy hier, Alter. Ohne Witz. Der hat so mies abgeschluckt. Das glaubt ihr einfach nicht. Ihr glaubt es nicht, wirklich. Die haben sich in der letzten Ecke versteckt, mein eigenes Team, wa? Mich juckt es nicht. Spawn da, geht direkt rein. Auf die drauf. Jeden mache ich da fertig. Greift ihn an. Sobald ich ihn kurz vor dem Ende hatte, fast hätte ich ihn besiegt, kommen die aus der Corner gelaufen. So wie jetzt hier wahrscheinlich. Und klauen mir die Scheiße weg. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Die wurden mir geklaut, wa? Sag ich schon. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wer die richtig krass runter... Was war das denn? Warum wurde ich zurückgeschleudert? Den krieg ich natürlich auch wieder nicht. Boah, Leute, ey, ohne Witz. Also der Typ ist... quasi auf der Liste. Oh, das war gut. Da haben sie mir mal meinen geilen Ass gesaved. Mein geilen Knack-Ass, Alter. So. Okay. Ja, Leute, auf jeden Fall habe ich mir auch immer so Gedanken gemacht, was wäre denn für ein geiler Charakter hier geil für dieses Spiel. Ich meine, mittlerweile ist ja bekannt, die konzentrieren sich nur auf die alte Trilogie, warum auch immer, man weiß es nicht. Das heißt, es wird nichts aus der ersten und auch nicht aus den neuen Filmen kommen, warum auch immer, man versteht es einfach nicht. Es ist einfach so dumm, es ist nicht mehr zu begreifen, ehrlich gesagt. Aber trotzdem habe ich mir so gedacht, wie geil wäre es eigentlich wirklich, wenn Darth Maul hier wäre. Der wird, glaube ich, jeden, also wenn es heißt, such dir einen Bösewicht aus. Okay, der hat keinen Schaden genommen, Luke, warum auch immer. Such dir einen Bösewicht aus, einen kannst du haben, ich würde sofort Darth Maul nehmen. Ich will auf jeden Fall auf der bösen Seite jemanden mit einem Laserschwert. Da würde ich auf jeden Fall Darth Maul nehmen. Auf jeden Fall, alleine durch dieses Double-Laser-Schwert. Das ist einfach... Darth Maul ist halt einfach das... mit das Coolste, wenn nicht wirklich das Coolste an der neuen Trilogie. Es ist einfach schade, dass der aufgetaucht ist und direkt wieder niedergemacht worden ist. Aber gut. Den würde ich wirklich nehmen. Ich stelle mir das saugeil vor mit diesem Double-Laser-Schwert und so weiter. Boah, Leute, ich weiß nicht, also... wen würdet ihr denn nehmen? Also auf der Bösewichtseite jetzt, ja? Einen Typen dürftet ihr nur nehmen. Einen einzigen, egal wen. Aus den Filmen natürlich. Weil Comics und so weiter oder andere Spiele, da gibt es natürlich auch einige, die krass sind. Wie er sich nur auf mich konzentriert. Natürlich. So, zweite Runde. Ich darf nicht jemanden spielen? Okay, ich werde betrogen hier. Eine Runde darf ich, für dritte Runde ist es. Okay, alles klar, korrekt. Ich werde verarscht. Live on camera. Das Schmeins, Alter. Aua. Ah, nicht in die Grube. Aua, aua, aua. So. Ja, wie gesagt, also... unnormal verzogen. Chatman schon wieder. Oh mein Gott. Ich bin auch heute nicht so bei der Sache, muss ich mal ehrlich zu. Einer unserer Helden ist gefallen. Das ist inakzeptabel. Nein! Ich spiele so scheiße, Mann. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ich bin gerade ein bisschen Abstinenz mit den Gedanken, Mann. Lauf! Lauf, Bitch!
Hol dir erst meine Leute, nicht mich. Natürlich. Natürlich. Warum darf ich denn nicht als Schurke spielen? Die erste Runde war ich Schurke, das ist doch alle zwei Runden normalerweise. Das erlebe ich zum ersten Mal hier in mein Gesicht hinein. Verstehe ich nicht. Finde ich scheiße. Da will mir eiskalt ins Gesicht geprügelt. Ja, deswegen haben wir verloren. Nur deswegen natürlich nicht, weil ich irgendwie 5 zu 6 spiele oder so. So, jetzt, wenn ich jetzt wieder nicht einen Schurken spielen darf, und zwar Boba Fett, dann weiß ich auch nicht. Okay, darf man ja, geht auch. Darth Vader. So, gucken wir mal. Hui! So geil, wie er durch die Gegend schwebt. Na, bist ein Fan, oder? Eure Niederlage ist unausweichlich. So sieht's aus. Das muss mal kurz gesagt werden. Ihr kleinen Abstauber-Johnnies an. Da, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Das meine ich. Und das hat der verkackte Golden Boy, Alter, dreimal in einer Runde gemacht. Ohne Witz, dreimal in einer Runde. Und ich habe keine Ahnung, wie oft in einem Spiel. Ich weiß es immer nicht mehr. So weit kann ich gar nicht zählen. Cool, dass ich extra zu dem laufe und er wieder von meiner Fresse weggeholt wird. Hallo, ich will auch mal ein paar Kills machen. Hallo, what's going on, man? Ja, wie sie den direkt wieder abstauben wollen, die Kuh. Wo ist er? Na, endlich, Mann. Ich bin gleich tot. Oh, das wäre so heftig gewesen, Mann. Das wäre so heftig gewesen, wenn ich den Piu, Alter, mit dem Scheißteil wegholen würde. Das wär's, Mann. So, 3-1. So, 7-6. Ja, ist okay. Also so grandios spiele ich jetzt nicht. Aber es geht. Um mitzuhalten. Konzentriert euch darauf, den Imperator, Lord Vader und Boba Fett zu beschützen. Du. Boah, ich stelle mir ohne das Darth Maul in. Das wär's, Leute, ohne Scheiß. Mal sehen. Man weiß ja auch nicht, ob. Ich glaube, weiß nicht. Ob nächstes Jahr schon nächstes Daraus. Also dieses Jahr, wenn 2016 eins kommt. Ich weiß nicht. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen. Ich fände es auch ganz cool so, wenn sie. Alle zwei Jahre das machen würden. Wisst ihr, so ein Jahr Battlefield, ein richtig fettes Battlefield, was von Anfang an vielleicht funktioniert, nicht so wie der Vierer, der ist richtig gut zusammengepatcht worden ist, obwohl ich weiß nicht mal, ob das wirklich richtig gut zusammengepatcht worden ist mittlerweile. Ich hatte auch die ganze Zeit vor, das nochmal einzulegen, mal zu gucken, wie das mittlerweile sich steuert, mittlerweile sich spielt und so. Aber ein Jahr Battlefield richtig fett ist und dann das andere Star Wars. Würde ich auch anbieten, ne? Die Hauptteile von Star Wars kommen ja alle zwei Jahre. Dieses Jahr kommt ja Star Wars Rogue. Rogue One. Rogue oder Rogue One? Ich glaube Rogue One. Und 2017 ja dann. Scheiße. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Alles klar, korrekt. Ja, 2017 kommt der Dingens dann. Episode 8. Da würde ich das ja anbieten. Und dann bitte meine Fresse, ey. Wie gesagt, ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum die nur die alte Trilogie behandeln. Das ist also nicht mal. Ich verstehe es nicht mal, dass sie nicht mal die neue mit reinnehmen. Warum nehmen die nicht Sachen und Charaktere aus den neuen Filmen mit rein? Das verstehe ich wirklich nicht. Das ist schon ein bisschen komisch. Das klingt schon ein bisschen komisch. Aber gut. Mann, ey. Dafür, dass ich abgelenkt bin, ein bisschen. Ein bisschen cranklich, Alter. Es ist übel kalt geworden, übrigens, als ich es mitbekommen habe. Aber ich muss sagen, ich finde es gut. Ich habe keinen Bock,
auf den Sommer, wenn da 40 Milliarden Mücken meinen Körper zerstechen werden, weil die einfach nicht abgestorben sind, weil der Winter viel zu mild ist. Ja, ist es immer noch eigentlich. Aber wem erziehe ich das? Ihr habt ja in Biologie aufgepasst, oder? Irgendwann kriege ich dich. In dein Gesicht, nein! Ach ja, ich wollte gerade schlagen. Das geht ja gar nicht mit dem. In dein Gesicht, nein! Ich schalte euch aus wie jedes andere Ziel. Das ist mein Kill, okay, Jungs? Alles klar. Oh, nee, kannst du nicht knicken. In dein Gesicht, nein! In dein Fress, nein! Okay, alles klar, wir haben gewonnen. Locker, easy. Hab ich nochmal ein bisschen aufgedreht hier, so wie man mich kennt halt war. Nee, Quatsch, ja, ey, ohne Witz, schreibt mir gerne eure Meinung. Welchen Bösewicht aus den Filmen, wirklich nur aus den Filmen, wenn ihr einen wählen müsstet, welchen würdet ihr nehmen? Vielleicht sind ja auch Leute darunter, die Kylo Ren nehmen würden, ich weiß es nicht, kann er auch sein, oder doch Count Dooku, oder wen es da noch so gibt. Darth Sidious finde ich zum Beispiel auch super nice, der wäre auch krass mit den ganzen Laserschwertern und so. Aber wenn ich wirklich einwählen müsste, wäre es Darth Maul, für mich persönlich. Deswegen, also, ja, Leute, danke fürs Zusehen erstmal, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst auf jeden Fall wieder einen dicken Like da, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Haut rein und tschüss.